Wunderschön ist es hier. Jetzt, wo die Wölfe nicht mehr da sind. Man hört Krähen, Grillen, kleinere Vögel. Hier kreucht eine Schlange vorbei. Und wir können jetzt das erste Mal lagern. Das werden wir auch machen. Ich bin mich jetzt ein wenig kaputt, nachdem ich fast eine Stunde lang Creed Rise to Glory gespielt habe. Und da kommt mir jetzt Pathfinder Kingmaker genau richtig. So, ich glaube, das ist eine gute Stelle, um das Lager aufzuschlagen. So, für eine Ruhepause ist eine Jagd erforderlich. Die Ruhepause erfordert einige Zeit. Erschöpfung ist bis dahin abgeklungen. Zauber werden regeneriert. Ich schätze, das ist die Zeit, an der wir sind. 21 Uhr abends. Bis, was ist das? Mitternacht? Ne, das wäre Mitternacht. Bis 12 Uhr Mittag ist, sind die Attributswerte wiederhergestellt. Okay. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das jetzt bereits mit dem Hotfix 1.01. Wir können jetzt auch mit Alt 1 bis Alt 4 die Charaktere durchschalten. Beziehungsweise mit Alt minus N, also numerischen Wert. So, Rationen. Genau. Sie wird jagen gehen, das wurde uns in der letzten Episode kurz erklärt. Sie tarnt das Lager, was zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, nachts nicht angegriffen zu werden. Er wird kochen, was uns ein paar Buffs geben wird. Und das alles wird auch erwürfelt. Und sie hält Wache. Und die Charaktere versuchen sich abzuwechseln. Wenn wir angegriffen werden, wird auch wieder gewürfelt. Wenn wir nicht allzu dolle würfeln, dann werden wir angegriffen, gibt es einen Überraschungsangriff. Plus es ist auch so, wenn wir schlafen, tragen wir keine schwere Rüstung im Moment. Also alle, die eine schwere Rüstung tragen, haben einen großen Nachteil dadurch. So I pick up my clothes this morning and see some pictures embroidered on it. Pine trees, clouds, an owl bear fighting a troll. Spill it out. Who did that? I confess, it was I. Zu geil. I only meant to patch them up a bit and got a little carried away. Wer hat die Valerie ihr auf ihrer Kleidung Tannenwolken, einen Eulenbär, der gegen einen Troll kämpft, drauf gestickt? Zur Erinnerung, Amiri ist die Barbarin. So, wir haben 4 Rationen bekommen. Ist also gut gelaufen. Das Kochen hat auch stattgefunden. So, herzhaftes Essen. 15 Stunden hält der Buff. Bonus von plus 1 auf alle Rettungswürfe. Ja, geil. Und sie sind alle erholt. Ah, hier. Hier fehlen noch Fähigkeiten, die ich hier nicht drin habe. Kampfrausch, okay. Schönes allmählich. Erkenne ich schon jetzt auch, was die einzelnen Fähigkeiten sind. Bis auf die neueren. Und die Elite des Mutes 13 Gesänge. Ist sehr wichtig. Ich glaube, ich werde sie überwiegend auch mehr zum Buffen und Support nehmen. Bestimmt auch noch Skills hier drin. Ja, das Schild. Okay. Formation ändern wir noch. Und dann gehen wir wieder auf unsere Reise Richtung Olex Handelsposten. Valerie werde ich ganz vorne platzieren. Amiri nicht ganz. Das Barbarin, hat man gesehen, verträgt sie nicht so viel. Und meine Alternativausstellung ist aber trotzdem jetzt noch dann Amiri doch ein Stück weiter rechts und weiter oben. Und die zwei ein Stückchen weiter hinten. So. Machen wir ein Quick Save. Und noch ganz kurz als Ergänzung, ich hatte im Livestream, sagte jemand, und das kann ich nachvollziehen, weil ich auch dachte, dass das so wäre, dass die Armbrust stärker ist als der Bogen. Also der Standardbogen, der vorher drin war, der machte nur 1 bis 6 Schaden. Davon ausgehend konnte man denken, dass die Armbrust da einfach effektiver ist. In Steam hat aber jemand, der auch schon einen schönen Sticky geschrieben hat mit einem schönen Anfängerguide, dass das nicht so ist, dass der Bogen effektiver sei als die Armbrust. Da hat er dann super, hyper, elementare, nerdige Pathfinder-Berechnungen angestellt, und das war selbst als Laie, der ich bin, für mich halbwegs nachvollziehbar. Nur als Info. Aber das konnte ihr auch in einem Sticker-Thread sehen, den es in Steam gibt, der irgendwas mit Beginner-Tipps heißt. Kann ich nur empfehlen für alle, die Pathfinder spielen. So, testen wir mal, ob der Hotfix wirkt. Ja, es funktioniert. Alt 1 bis 11
Alt 4 kann ich die durchswitchen. Sehr schön, dann ist das auch schon mal erledigt. Okay, schnell speichern und weiter geht's zu Olegs Handelsposten. Wie nennt sie die Autorin des Buches, das ihr, werter Leser, in den Händen haltet? Ich habe einst an der Akademie der Künste in Pitak studiert, dann aber erkannt, dass eine wahre Bardin nicht in die erstickenden Mauern einer Schule gehört. Den Rest konnte ich leider nicht lesen. Ich müsste meinen Rahmen halbieren, dann würde die Zeit wahrscheinlich reichen. Yes, Olegs Handelsposten. Im Königreich Interface kannst du Tage überspringen, um darauf zu warten, dass neue Ereignisse eintreten oder aktuelle Projekte abgeschlossen werden. Na gut, ich habe noch kein Königreich. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was erledigen. So. Ah, ich kann mal pausieren. So, ich habe, glaube ich, ein bisschen Übergewicht. Also ich nicht persönlich, aber meine Kollegen hier. Ich schmeiße ein Turmschild hier raus. Und die Fellrüstung. Den Malus hat aktuell niemand. Wobei eigentlich, nö, wieso schmeiße ich das Zeug nicht weg? Wir sind hier bei Olegs Handelsposten. Das können wir alles verkaufen. Rettet euch, ihr Narren. Rettet euch. Was geht hier vor sich? Im Namen des Hirschkönigs, dem rechtmäßigen Herrscher der Raublande, fordern wir die Steuern dieser Woche ein und ein bisschen Bier. Und wo ist eigentlich deine hübsche Frau, Oleg? Sie soll uns was zu essen machen. Hey, dasselbe Porträtbild wie ich. Halt's Maul, Spatzenhirn! Oleg, wir wollen nur die Steuer des Hirschkönigs eintreiben. Gib uns das Geld und schon sind wir wieder weg. Wollt ihr von meinem Blut auch einen Schluck? Ihr macht mich krank. Ihr seid wie Heuschrecken. Denkt ihr euch gehört alles hier, nur weil ihr diese bunten Gewänder trägt? Ihr kommt hierher, presst uns aus und dann kommt ihr... Oleg, ein großer Mann mit zerfurchtem Gesicht, verstummt, als er dich bemerkt. Ah, ihr müsst Gäste aus Resthaus sein. So. Stimmt, die sind erforderlich, rechtschaffen, neutral. Meine Aufgabe ist es, dieses Land von Banditen zu befreien. Damit fange ich hier und jetzt an. Sparen wir uns lange Worte an die Waffen. Ich will kein Blut vergießen, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen Mann ausraubt. Zieht euch eures Weges, dann lasse ich euch gehen. Nö, ich greife die direkt an. Da werden wir gar nicht großartig fackeln. Zurück, wir sind zu wenig, um zu kämpfen. Hol mir Hilfe aus dem Lager. Niemals, dann rauben wir ihm nicht nur einen, sondern mehrere Schwachköpfe aus. An die Waffen, Leute. Hat er sich gerade unsichtbar gemacht? Ja, setzt Unsichtbarkeit ein. Schön ist, ihr könnt auch hier schön filtern und seht dann nur entsprechende Kampfereignisse kommen. So. Wir beginnen mit Aufblitzen. So, jetzt packen wir sie mal hier gleich direkt in den Kampfrausch. Und den holt sich den Banditen. Guck mal, wie gut das läuft. So, sie lasse ich mal Gesang entstimmen. Dann lasse ich mal außen laufen. So, flankieren. So, sieht aktuell nicht so schlecht aus, aber... Jetzt haben wir mal so erledigt, weil er vorbeigelaufen ist. Das war die Bedrohung. Oh.
Aber er sollte auch gleich liegen. So. Einer steht noch. Jo. Haben Sie Pech. Schwert. 2 Gold, 3 Gold. Sollen wir alles ein, wir sind ja eh schon beim Lager. In due time. Nehmt das hier, Halunken. Oleg droht mit seiner Faust. Aber jetzt. Er kratzt sich mit finsterer Miene am Kopf. Das Mädchen ist entkommen. Hol sie, der Teufel. Sie läuft vermutlich schnurstracks zum Hirschkönig. Bis jetzt kamen sie, um Steuern einzutreiben, aber dieses Mal werden sie kommen, um meinen Verrat zu sühnen. Was machen wir jetzt? Er seufzt schwer. Ah, könnte ich doch nur Svetlana an einen sicheren Ort bringen und diesen Ratten die Flötentöne beibringen. Was? Ratten die Flötentöne? Er bemerkt eine blonde Frau, die sich vorsichtig nähert. Täubchen, was machst du hier? Du sollst dich doch verstecken. Es ist alles vorbei, ich hab's gesehen. Ich wollte nur sicher gehen, dass dir nichts fehlt. Die Frau sieht ihren Mann liebevoll mit einem leichten Anflug von Sorge an. Oleg murmelt etwas und wendet sich beschämt ab. Mein Name ist Svetlana. Tut mir leid, dass eure Ankunft in diesem Handelsposten etwas unerfreulich war. Was, auf Angriff warten? Ich bin für den Angriff gerüstet. Nee, wir warten jetzt nicht. Okay. Erzählt mir mehr über euch. Es gibt doch gewiss wichtigere Themen, aber gut. Wir sind doch einfach nur ehrlich, Leute, die aus Restofia kamen. Wir haben die alte Festung hier instand gesetzt, um Reisende zu beherbergen und Kaufleuten die Möglichkeit zu geben, mit der hiesigen Bevölkerung zu handeln. Außerdem besuchen uns ab und an die Jäger der Gegend. Was spielt das alles für eine Rolle? Wenn diese Banditen zurückkommen, werden sie alles zerstören oder uns einfach nur töten. Okay, aber wer ist aus dem Handelsposten gelaufen? Das muss Bocken gewesen sein. Er verkauft Tränke. Er lebt in den Wäldern wie ein Einsiedler, kommt aber jeden Tag hierher. Er kennt in der Gegend sämtliche Bäume und Sträucher und weiß, wie sie euch helfen können. Die Bande des Hirschkönigs will, dass er für sie arbeitet. Ihm fehlt zwar der Mut, gegen diese Banditen zu kämpfen, aber er wird uns nicht einfach im Stich lassen. Er hat ein gutes Herz, obwohl er ständig nörgelt, vor allem in letzter Zeit. Okay. Ich will mal gerne eure Waren sehen. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, wenn diese Blutsauger zurückkehren und alles mitnehmen, aber gut. Seht euch um. So, und da unten sehen wir auch, wir sind sogar aufgestiegen. 500 Gold haben wir. Zuallererst hier. Packen wir mal einiges in den Verkauf. Ganz Schrott. Schön Platz machen. Ich kann ja eigentlich auch nochmal switchen. So eine andere. Ja, verkaufen. Verkaufen. Kaufen. Kaufen. Aber ich glaube, das sind alles Sachen, die man verkaufen kann. Koch einmal nach der inneren See. Ich weiß nicht, ob mir das bringt. Hier gibt es nämlich keinen Hinweis drauf, wo es normalerweise steht, ein Händler würde viel Geld dafür zahlen. Aber eine Achate behalte ich mal, wer weiß. Ob das nicht vielleicht auch irgendwann mal braucht. Für die Quest oder so. So, Zutat zum Kochen. Das ist nicht alles nur Verkaufbares. Auch Zutat zum Kochen. Zutat zum Kochen. Ah, oh, so Forelle wäre jetzt natürlich auch gut. Sparres Moos. Zitrin. Dass man nicht. Oh, es geht. Jetzt gerade. Irgendwie markiert. Keine Ahnung, wie darum das jetzt ging. Ich habe wie so einen imaginären Rahmen gemacht. Und das hat geklappt. Okay, Rastvorräte und Rationen. Ansonsten. Mehrmals nicht.
Ah, wir haben es auch geändert. Vorher hieß es Datum absteigend und aufsteigend. Jetzt heißt es vom Ältesten zum Neuesten und sowas. So, Turmschild. Fellrüstung. So. So. Gibt es nochmal 287. Was können wir alles kaufen? Einiges. Bevor ich das dann mache, gucke ich mir dann erstmal noch an, was wir bei den Skills verändern können, bei den Talenten. Um dann zu sehen, ob ich nicht, zumindest mal Valeria, glaube ich, ist wichtig, der Valerie, dass sie da fett ausgerüstet ist. Plattenpanzer. Minus 7 Rüstungsmalus, 8 Rüstungsklasse. Ritterrüstung. Okay. Gehen wir mal aus dem Handel raus. Speichern. Zwei Stufenaufstieg. So, Elementarwand kommt später. Wähle die Klasse deines Charakters. Klassen gewähren zahlreiche Boni, ermöglichen Charakteren Handlungen, zu denen sie sonst nicht in der Lage wären. Genau, aber ich könnte, glaube ich, trotzdem auch andere Sachen skillen. Vielleicht keinen Sinn, aber ich glaube, es ginge. Gehen wir auf den Magier natürlich. Wir haben 0 Punkte, aber hier haben wir 4 Punkte. Jetzt kann man hier weiter skillen. Wissen, Arcanum. Intelligenz plus 5. Wissen, Welt. Natur bis in der Region. Und ich will jeweils um 1 skillen. Und ich könnte im Grunde genommen auch noch andere Punkte jetzt ein bisschen hochskillen, falls das überhaupt Sinn macht. Wahrnehmung. Heißt, eine Drohne gefahren zu erkennen. Eine mögliche Geheimbotschaft zu lesen, Ahnung zu haben, Kreaturen und Details zu bemerken. Magischen Gegenstand benutzen. Okay. Bin mir da ein bisschen unschlüssig. Springen, Mauern und Schwimmen. Mauern erklettern und schwimmen. Gegenstände zu fangen, Hindernisse erklettern und zu springen und so weiter. Luftturnen und Akrobatikübungen. Ja, Tricks brauchen wir weniger. Liste der Einschüsse zu manipulieren. Ich nehme erstmal die 4, die auch vorgeschlagen werden. Eine gute Hilfe, gerade eben für so Pathfinder Noobs wie mich. Zwei Zauber können wir wählen. Das ist klasse, weil wir jetzt ein bisschen mehr wissen, was Phase ist. Wobei ich sollte nochmal, ich will nochmal ganz kurz zurück. Denn ich habe, glaube ich, schon am Anfang auch schon ein paar Fehlerchen gemacht. Fehlerchen ist gut. Ich bin Arcana Zauberkundige. Zaubertricks, Magierkenntnisse. Spezialisierte Schule. Genau. Also die gegensätzliche Schule hervorrufen zum Beispiel kann ich auch verwenden, aber die Zauberpunkte sind verdoppelt. Oder zumindest ich brauche 2 statt 1 Zauberpunkt. Im Schaden wird ja eine halbe Magierstufe hinzugefügt. Zauberfokus. Muss mich darauf achten, dass ich da mehr. Hier. In gegensätzlichen Schulen. Verwandlung und das andere müsste eigentlich auch nochmal hervorrufen sein. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Arkane Verbindung. Oh, das ist die spezialisierte Schule, genau. Hervorrufen.
Okay. Die Lokalisation, die deutsche, wurde ein bisschen angepasst. Es gab einige Fehler und es gab auch wohl einige, die noch auf Deutsch waren. Nicht auf Deutsch, sondern eben eher in Richtung Englisch-Deutsch. So, hier wieder Hervorrufung. Brennende Hände wäre sinnvoll. Das hatte Artuccio, das haben wir nicht. Lichtblitze brauchen wir, glaube ich, nicht. Hat die Liz. Nicht empfohlenes Feature, nützliches Feature, empfohlenes Feature, empfohlenes Feature. Eine Mischung aus nützlich und ja, eigentlich sind es alle. Jetzt hat er auch an Rot, Grün, Grau. So, was können wir vielleicht noch gebrauchen? Was? Also Magierrüstung haben wir schon. Das sind alle, die wir schon haben. Schwächestrahl, Nekromantie. Halbiert den Stärke-Malus. Ablenkungsbonus von plus 2 und ein Resistenzbonus von plus 2 auf Rettungswürfe. Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, so ein Defensiv-Skill zu haben neben der Magierrüstung. Wie auf den Schneeball. Schutzvergesinnung. Das ist doof, dass er nicht da gleich in der zweiten geht. Man sieht halt nicht, wenn man den ersten oder zweiten angeklickt hat. Okay. So, da bin ich zufrieden. Neue Zauber wird hier nochmal schön angezeigt. Schöne Übersicht hier. Auch nochmal besondere Fähigkeiten gebrechen, behandeln. Und jo. Dann kümmern wir uns in der nächsten Episode noch um die weiteren Charaktere und schauen, wie es hier in der Story weitergeht, ob hier tatsächlich angegriffen wird und ob wir das Ganze erfolgreich verteidigen können. Bis zum nächsten Mal bei Pathfinder Kingmaker.